Viele sagen, wer will in diesem Haus wohnen? Wer es von außen sieht, der sagt, es ist doch ein schönes Haus. Berlin-Lichtenberg. Das ist das Doppelhochhaus Landsberger Allee 175-177. Auf 21 Stockwerken wohnen hier fast 1000 Menschen. Erbaut wurde das Haus 1974. In den letzten 30 Jahren hat sich einiges verändert, nicht nur die Fassade. Das Haus ist nicht nur in Lichtenberg einmalig, ich denke, das ist in ganz Berlin einmalig, weil nämlich in ungefähr bei 1000 Mitbewohnern, wenn das Haus, beide Doppelhäuser voll belegt sind, haben wir hier immerhin 23 Nationalitäten. Ich habe heute Geburtstag, genau wie das Haus. 1. November 2004. Zum ersten Mal seit der Wende wird wieder ein Hausfest gefeiert. Heute wird das Haus 30. Inzwischen sind im Haus 23 Nationen vertreten. Fast 2/3 der Mieter haben keinen deutschen Pass. Das ist einzigartig in Lichtenberg. In keinem anderen Wohnblock im Stadtteil wohnen Deutsche Tür an Tür mit so vielen Menschen aus dem Irak oder Vietnam, Ghana oder Brasilien, Syrien oder Tadschikistan. So sehr das Haus auf den ersten Blick als eine Insel multikulturellen Zusammenlebens erscheint, bei genauerem Hinsehen wird klar, dass das Nebeneinander verschiedener Kulturen und Traditionen für die Bewohner eine Herausforderung darstellt. Unsere Interessenvertretung hat sich ja im Jahr 2004 gegründet und seitdem bin ich auch Mitglied in der Interessenvertretung. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Soziokulturelles Zentrum Fenpfuhl. Hier trifft sich seit Sommer 2004 einmal monatlich die Interessenvertretung des Hauses. Die 11 festen Mitglieder, 5 Migranten und 6 Deutsche, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen der Mieter zu vertreten, um eine Lösung für die strukturellen Probleme des Hauses zu finden. Ich bin seit Anfang an in diese Interessenvertretung als Mitglied, weil ich wollte in diese Doppelhochhaus, was für uns alle, also Bewohner, was in Besseres bewegen, also besser was zu machen. Integration bedeutet hier, alle haben gleiches Stimmrecht und jeder soll mit anpacken. Heute geht es um altbekannte Probleme, Vandalismus in den Treppenhäusern, kaputte Briefkästen und defekte Fahrstühle. Dass vor 3 Wochen 5 Tage lang der Fahrstuhl außer Betrieb war. Genau. Und dazu noch übers Wochenende. Die sind gefährlich, das hatte ich auch Angst, die Kinder auch, aber ich selber. Genau. Weil kommt die Fahrstuhl von oben so, das dachte ich, kommt runter und wir sind alle tot. Ich finde, das Miteinander ist besser geworden. Wir machen das einmal, um den sozialen Frieden hier zu erhalten. Wir machen also soziale Dinge, wir machen Kinderfeste, Sportfeste, basteln mit den Kindern, gehen mit den Kindern ins Theater und auf der anderen Seite machen wir Dinge wie Kontakt zur Schuldnerberatung, Kontakt zum Arbeitslosenverband, dann Kontakt zur Härtefallberatung, eben damit diejenigen, die von der Abschiebung bedroht sind oder die noch in der Duldung sind, die Möglichkeit haben, in Deutschland bleiben zu können. Natürlich entscheidend jetzt die neue Bleiberechtregelung, die ist ganz wichtig. Da dürfen ja ein großer Teil unserer Mitbewohner damit rechnen, dass sie hier bleiben dürfen. Frau Jung besonders hat für uns Ausländer diesen Deutschkurs organisiert und das hat auch was gebracht, weil wir waren in diesem Deutschkurs und wir haben was dazu gelernt, also in deutscher Sprache und in deutscher Kultur, Gesellschaft, also das war gut für uns. Bitte, schreiben Sie auf, was wir schreiben. Ja? Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? Ich komme aus Irak. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Was haben Sie bitte gesagt? Nochmal. Ich komme aus Syrien. Aus Syrien? Ja. Wunderbar.
Für die Mieterinitiative bedeutet das Engagement in Sachen Sprachkurs ganz praktische Nachbarschaftshilfe. Aber nicht nur das. Durch verbesserte Sprachkenntnisse sollen auch mündige Mieter entstehen. Und solche lassen sich von Hausverwaltung und Vermieter wahrscheinlich nicht mehr alles gefallen. Je mehr mitmachen, umso mehr könnten wir erreichen. Das zeigt ja auch irgendwo Geschichte. Irgendwie Einigkeit macht stark und je mehr, umso besser. Ja.